So, liebe Zuschauer, heute ist Donnerstag und wir haben hier heute die erste Segway-Führung als Stadtführung. Und wir sind eine kleine Gruppe, das ist auch ganz angenehm so. Und wir fahren jetzt ein bisschen durch die Stadt. Wir werden so circa 1,5 Stunden unterwegs sein. Und wenn Sie da Spaß drauf haben und Lust drauf haben, dann sollten Sie sowas mal buchen. Flyer finden Sie hier in der Touristikinformation oder in verschiedenen Häusern, also verschiedenen Gaststätten, Restaurants und so weiter. Ria von Jever. Geboren am 5. September 1500 und gestorben ist sie am 20. Februar 1575. Also sie ist sehr alt geworden für die damalige Zeit. Sie hält so eine Papierrolle in der Hand, das ist das Zeichen der Verleihung der Stadtrechte. Das tut sie 1536. Die Stadt wird also immer größer, es kommen immer mehr Menschen in diese Stadt. Und wir hatten damals schon ca. 2700 Einwohner in dieser Stadt. Das ist nichts Gewaltiges, da muss man nicht drüber sprechen. Aber wir hatten ein Problem, 156 konzessionierte Kneipen hatten wir damals schon. Bei 2700 Einwohnern. Dann können Sie sich vorstellen, was hier gesoffen wurde. Aber richtig. Nun, das lag zum größten Teil daran, die ärztliche Versorgung war sehr schlecht. Alles das, was krank macht, das muss man bekämpfen. Und das kann man am besten tun, indem man sich den ganzen Tag das selbstgebraute Bier und den selbstgebrannten 100%igen Branntwein dahinter kippt. Fräulein Maria kommt deswegen, weil sie nie verheiratet gewesen ist. Sie hatte zwar einen Geliebten, den Boeing von Oldersum, der bleibt aber nicht lange bei ihr, sondern nur, also um 1546 wurde er hinterrücks erschossen bei dem Überfall auf die Burg in Wittmund. Daher Fräulein Maria. Die Trauer war damals sehr, sehr groß, dass sie bei dem Verlust ihres geliebten Boeing von Oldersum nie mehr ein buntes Kleid getragen hat. Sie hat fortan nur noch schwarz getragen, bis zu ihrem letzten Atemzug 1575. Angeblich lautet hier die Sage, sie soll gar nicht gestorben sein. Sie soll angeblich in einen von diesen drei unterirdischen Gängen verschwunden sein. Und mit den Worten, ich komme wieder, soll sie damals ihren Untertanen befohlen haben, hier die Glocke zu läuten, damit sie den Weg zurückfindet nach Hause. Das passt hier sehr gut. Sonntags war hier immer viel los, sonntags war Gottesdienst, da wollte man nach so einem trockenen Gottesdienst noch ein bisschen Spaß haben. Spaß bekam man dann hier oben geliefert, wenn dieses Gerät dort in Bewegung kam, das ist der sogenannte Wippgalgen. Der Wippgalgen dient einer niederen Gerichtsbarkeit. Da kam zum Beispiel rein der Bäcker, der sich nicht dran gehalten hat, wie schwer oder groß ein Laib Brot zu sein hat. Wenn er die Norm unterschritten hat, es war alles genormt in dieser Stadt, und er hat das Brot kleiner gemacht, aber zum normalen Preis verkauft, dann hat er ein Problem. Oder der Gastwirt kam da rein, der sein Bier gepanscht hat. Bier war damals dunkel in Jever, schmeckte nicht allzu pralle. Dann hat man gerne ein bisschen was reingemacht, ein bisschen Ruß, ein bisschen Pech oder Ochsengalle hat man ganz gerne genommen. Wie geht das soweit mit dem Segway? Alles gut? Ja, macht total Spaß. Ist ja auch super Wetter und in der kleinen Gruppe und mit Stadtführung ist eine super Idee, finde ich klasse. So, liebe Zuschauer, dann haben Sie schon mal den ersten Beweis, dass Sie das unbedingt mal machen sollten. Wie gesagt, die Flyer liegen in der Touristikinformation raus und wir müssen jetzt wirklich weiter.